schöne Kindheit, eine Schweda-Kindheit. Eine Kindheit mit viel Kleingarten meiner Eltern, meines Vaters, meiner Mutter. Da sind wir viel gestromert, wir haben gebolzt, uns schnell verabredet, da wurde geklingelt, kommst du runter. Bin im Plattenbau groß geworden und habe da eigentlich auch noch meine Jugend und auch meine ersten Jahre in einer eigenen Plattenbauwohnung gelebt. Eine schöne Kindheit mit viel Natur, mit viel unterwegs, aber eben auch mit klaren Regeln zu Hause. Naja, wenn ich mir überlege, ich gucke ja gerade raus, die Auguststraße runter hier vom Bürgerbüro aus. Ich bin eigentlich nur 300 Meter weiter geboren, direkt in der Straße hier vorne. Verändert hat sich enorm viel. Also meine Kindheit, die ich im Stadtteil Neue Zeit, WK4, erlebt habe und übrigens dort immer auch in der Nähe gewohnt habe, bis heute, mit einer kurzen Unterbrechung im Marschlewski-Ring. Man muss klar sagen, dass sich Schwedt doch ganz schön verändert hat. Aber darauf können wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Schwedt war in meiner Kindheit und Jugend eben eine Stadt im Aufbau. Permanent wurden neue Häuser gebaut. Die Häuser wurden immer größer, immer eckiger, auch immer grauer. Nichts gegen das, was damals gemacht wurde. Die Menschen brauchten eine Wohnung, kamen auch wegen der Wohnung oft nach Schwedt. Aber am Ende der 80er konnte man deutlich sehen, dass sie es echt übertrieben haben. Im Plattenbaugebiet waren die Häuser so eng gestellt, dass man ehrlich gesagt, da blieb nichts vertraulich im Haus oder im Haus gegenüber, wenn die Fenster angekippt waren. Und das war eine Geschichte, wo Schwedt immer grauer und immer gleichförmiger wurde. Und das, da bin ich froh, dass sich das heute sehr verändert hat. Wenn ich in Schulen zu Besuch bin, vor allen Dingen in Grundschulen, werde ich das auch manchmal gefragt. Und da mir die Frage der Berufsorientierung sehr am Herzen liegt, auch als Mensch, als Politiker, als Abgeordneter, hat was mit der Ausbildungsmesse ZEMT zu tun, erzähle ich dann gerne, wie meine Entscheidungsfindung war. Und ich wollte tatsächlich als junger Bursche, also eher noch als Kind, Bäcker werden. Aber nicht, weil ich jemals irgendeinen Kuchen gebacken hätte. Übrigens bis heute, ich habe nie einen Kuchen gebacken oder ein Brötchen. Ich esse gern Kuchen, esse auch gern frische Brötchen. Aber das war der einzige Grund, weil ich immer der Erste war, der wach wurde morgens und alle ringsherum noch schliefen. Mein Bruder, den ich sehr, sehr gern habe und den ich sehr schätze, hatte eine andere Natur, hat immer lange geschlafen, schon damals. Meine Eltern wollten natürlich auch nicht um 5 aus dem Bett springen und ich war, als ich sehr jung war, immer zeitig wach und wollte was machen. Und dann da kam ich auf die Idee, das kann man als Bäcker, da kann man gleich arbeiten gehen. Aber so ein bisschen in der Pubertät hat sich das total verändert. Dann wollte man natürlich auch nicht aus dem Bett morgens raus. Und dann war klar, ich möchte in die Berufsrichtung gehen, die mein Vater hatte. Mein Vater ist auch ein großes Vorbild wie meine Mutter. Auch die Verkäuferin lernte mein Vater Elektriker. Beide haben sich sehr, sehr doll weitergebildet im zweiten Bildungsweg, wie man heute sagt. Das habe ich dann auch später gemacht. Aber dann wollte ich schon auch Elektroniker werden, weil das hat mich in meiner Jugend extrem gepackt. Ich habe gebastelt im Keller und wir haben Lauflicht gebaut und Stroboskope für die Disco und Radios und Funkmikrofone. Also ich wollte Elektroniker werden und übrigens, das bin ich auch geworden. Also direkte spezielle Träume als Jugendlicher. Ich glaube nicht. Also ich selbst bin gar nicht so sehr materialistisch. Ich brauche kein großes Auto, ich brauche nichts, was mir sehr persönlich, wo man irgendwo was mit präsentieren muss. Das liegt mir einfach überhaupt nicht. Und es gab mal eine Phase, da war ich aber schon auf Arbeit und so weiter, wo wir überlegt hatten, wenn beide
arbeitslos werden, ob wir nach Berlin ziehen. Das war noch, oder das war auch zu DDR-Zeiten schon so ein bisschen Überlegung. Einfach Berlin war so ein bisschen der Anziehungspunkt. Aber das war eine Phase, die sich in meinem Leben nie wiederholt hat. Also heute sage ich, wie konnte man nur so verrückt sein? Ich bin gern auch mal in Berlin und der Landtag steht in Potsdam. Ich erlebe aber diese Stadt überhaupt nicht. Vielleicht einmal in 10 Jahren eine Schiffsfahrt gemacht mit meiner lieben Frau Kerstin. Es gab keine Träume in die weite Welt hinausziehen. Nein, gab's eigentlich nie. Was wünsche ich mir für die Jugend von heute? Also, erstmal muss ich sagen, aus meiner Erfahrung als Jugendlicher, und ich war auch nicht nur der Musterknabe, wir haben auch Mist gebaut, allerdings keinen, der anderen vorsätzlich schädigte, aber wir haben auch Mist gebaut. Und die Jugendlichen gibt es heute auch noch. Und es gibt genauso die Jugendlichen, die ich heute treffe, die, wo ich wirklich mich verneige, die unglaublich wissend sind, umsichtig, hilfsbereit, die sich Sorgen machen um die Welt, um das Klima, um die politische Entwicklung, die in der Regel oft sehr weit links stehen. Das ging mir als Jugendlicher auch so. Ich war davon überzeugt, dass man das alles anders machen müsste in der DDR. Aber ich glaube, so denken alle Jugendlichen. Auf den Punkt gebracht, was wünsche ich mir von der Jugend? Ja, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und dass sie keinen rechten Rattenfingern hinterherlaufen. Die Wende wahrgenommen. Ich glaube, jeder von uns, Sie auch, jeder von uns erinnert sich daran, was an dem Abend passiert ist, als der Günter Schabowski sagte, ich glaube, das gilt sofort. Ich saß am Fernseher, Junost-Fernseher, schwarz-weiß, kleiner Kofferfernseher, Junost. Rote Ummantelung steht noch auf dem Dachboden. Ich denke, der wird auch noch funktionieren. Und sah genau diese aktuelle Kamera. Und meine damalige Frau ist auf der Couch schon eingeschlafen. Und ich machte sie wach und sagte, du, der hat gerade gesagt, die Grenze ist geöffnet. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass irgendwas gebrubbelt hat. Ach, das glaubst du nicht. Und ehrlich gesagt, ich musste auch ins Bett, weil ich hatte Frühschicht. Ich habe im Schichtbetrieb gearbeitet. Und komme zur Frühschicht und wundere mich, dass vor dem Werkstor Bananenkisten stehen. Die komplette Nachtschicht ist aus dem Betrieb abgehauen und nach Berlin, Westberlin gefahren. Und den haben sie offenbar in ihre, war ja damals Moskwitsch, Wartburg, Trabant, in ihre Autos Bananenkartons reingestellt. Aber die waren dann leider schon leer vor dem Werktor. Das ist nur eine kleine Geschichte. Und natürlich haben wir uns gefreut, sind ein Wochenende später mit meinem Bruder zusammen nach Hamburg gefahren. Wir sind nicht nach Berlin gefahren, nach Hamburg zum Fischmarkt. Und das war schon auch eine merkwürdige Erfahrung. Aber die Zeit danach war, glaube ich, noch viel spannender. Ich denke aber, dass jeder, der hier in der DDR groß geworden ist, gelebt hat, genau diesen Tag oder diese Tage in seinem Leben nicht vergessen wird, weil ich empfinde es als Glück. Also zunächst mal Studium. Ich hatte als DDR-Schüler an der Bertolt Brecht Polytechnische Oberschule, also heute Grundschule, der Bertolt Brecht, war eine tolle Schule. Nie das Verlangen, studieren zu wollen. Warum? Zum einen, weil ich Elektroniker werden wollte. Das war echt dann ziemlich klar. Und zwar in der DDR auch gar nicht so sicher, dass man das dann auch bekommt. Aber es hat geklappt. Und dazu brauchte man kein Studium. Ich war in der Schule eher auf 2, 2,4 getrimmt. Im Bewerbungszeugnis habe ich dann echt geguckt, dass ich die 1,7 habe, um angenommen zu werden, und dann hat es wieder ein bisschen nachgelassen, will ich auch ganz ehrlich sein. Aber um auf den Punkt zu kommen,
Studieren hat mich deshalb nicht interessiert, weil ich hätte mich verpflichten müssen, 3 Jahre zur Armee zu gehen. Und ich hätte es auch gar nicht gebraucht als Elektroniker. Ich wollte was Konkretes machen. Aber nach der Wende hat mich es schon gereizt, meinen eigenen, ich sag's mal ganz einfach, Horizont ganz einfach noch breiter aufzustellen. In der Wende mit 23 bin ich mit einmal, weil Gerechtigkeit für mich immer ein ganz wichtiges Thema war, schon als Kind. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück, in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, wo die Bananenkisten morgens vor der Tür standen. Da war ich Teil einer Bewegung, die eine erste freie Gewerkschaftswahl initiiert hat. Das war ja noch damals der FDGB, die Freie Deutsche Gewerkschaft, Gewerkschaftsbund. Und natürlich war ich auch Mitglied der Gewerkschaft, bis heute, und zwar sehr, sehr überzeugt. Und wir haben zuerst gesagt, wir wollen mal eine geheime Gewerkschaftswahl machen im Betrieb. Und daran habe ich mich beteiligt, wurde auch gewählt für meinen Bereich. Und dann saßen wir zusammen in der Kantine, und warum ich das sage, der Kreis schließt sich gleich, saßen wir zusammen in der Kantine, EAW, das war eine Außenstelle, 180 Mitarbeiter, fast nur Frauen. Und wir waren, ich glaube, 12 oder 14 Vertrauensleute der Gewerkschaft gewählt, erstmalig geheim. Und jemand sagte, aber einer muss sich doch jetzt hier die Mütze aufsetzen. Und was ich damals nicht verstanden habe, mit einmal gingen die Blicke zu mir rüber. Gut, mit 23. Und völlig naiv, aber vielleicht auch mit einem gewissen Gefühl einer Verantwortung, habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt. Nichts ahnend, was auf mich zurollt. Und daraus entstand eine 4-jährige Betriebsratsvorsitzfunktion, in der ich mich sehr stark für die Arbeitnehmerrechte engagiert habe, was mich bis heute geprägt, diese Erfahrung, die auch über zwei starke Entlassungswellen laufen musste. Wir haben gekämpft, den Betrieb zu erhalten, wir haben den Betrieb besetzt. Ich wurde zweimal fristlos gekündigt von der Firma in Treuhandzeiten. Die Kündigung war unwirksam, weil Betriebsräte kann man nicht so fristlos kündigen. Aber es war eine harte Auseinandersetzung. Ich habe wirklich unter 50 Kilo gewogen. Aber das hat mir gezeigt und Freude bereitet, erstmal an eine arbeiterbildende Akademie zu gehen mit einem Stipendium des Deutschen Gewerkschaftsbundes Dortmund für 11 Monate. Und auch nur mit dem Stipendium der Gewerkschaft. Sonst hätte ich es mir nicht leisten können. Ich bin ja Arbeiterkind. Und später habe ich wirklich neben dem Beruf noch wie sagt man Neudeutsch, den zweiten Bildungsweg. Ich wollte aber nie Betriebswirt werden. Mich hat es nur interessiert, die Zusammenhänge gut zu verstehen. Volkswirtschaft, Arbeitsrecht, Soziologie, Betriebswirtschaft. Und das hat mir Spaß gemacht. Und in beiden Studiengängen war ich nicht mittelmäßig wie in der Schule, sondern ziemlich gut, weil es hat mich beides sehr interessiert. Und das hat meinen Blick übrigens sehr erweitert. Und ich habe mich auch nicht beruflich verändert, sondern ich wurde irgendwann gebeten zu kandidieren, bin Sozialdemokrat geworden Mitte der 90er. Also für manche auch ziemlich spät. Mit dem Herzen war ich immer dabei. Und warum ich das ein bisschen länger ausführe, ist, um das Bild ein bisschen runder zu machen. Es gab also keinen beruflichen Wechsel, sondern es gab die Frage, ob ich mich für ein demokratisches Amt engagieren möchte. Und auch da habe ich ja gesagt, auch mit ziemlich viel Bammel und mit langer, langer Vorüberlegung. Ich war mir auch nicht sicher, ob mir das wirklich gelingt. Aber es war die richtige Entscheidung. Und ich konnte auch dann aus meinem echten Leben als Elektroniker im Schichtbetrieb, aus der Gewerkschaftsarbeit für andere gerade zu stehen, also wirklich bis zur Erschöpfung, ohne dafür Geld zu bekommen, also ehrenamtlich, in der IG Metall, in der ich mich sehr wohl fühle bis heute, auch mitzuwirken an der Gestaltung der Gewerkschaft, also innerdemokratisch. Und das gibt mir bis heute eine ganze Menge an, ich sag mal, auch Kraft und vielleicht Verständnis für die Sorgen der kleinen Leute, auch hier in Schwedt und Umgebung und im Land Brandenburg. Ich bin ein Mensch, der freut sich, wenn Sachen gut laufen, aber lange halte ich mich daran nicht auf. Und über Folge selbst, ich glaube, das müssen andere, können andere besser bewerten. Und die Bewertung ist ja eigentlich die, dass die Wählerinnen und Wähler in einer Demokratie alle 4 Jahre bei der Bundeswahl, Tagswahl und Landtagswahl und Kommunalwahl, also 5 Jahre neu entscheiden. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten durfte, am Ende, wenn das politische Leben, das Arbeitsleben mal irgendwann auch zur Neige geht, dass man einen kleinen Anteil daran hatte,
dass es in meiner Heimatregion, in meinem Wohnbezirk, in meiner Heimatstadt, in meinem Wahlkreis an ein paar Punkten besser geworden ist. Und zwar so, dass Menschen auch langfristig was davon haben. So eine Ausbildungsmesse, so ein Netzwerk für gesunde Kinder, den Neubau einer Polizeiwache oder den Frieden im Nationalpark, da einen Beitrag zu leisten. Oder eben den 2000 Bürgeranliegen, die inzwischen jetzt im Laufe der vergangenen 2 Jahrzehnte auch hier direkt an diesem Ort besprochen worden sind, vertraulich. Und wenn man dann mit sich selbst im Reinen ist und auch noch das Gefühl hat, man konnte in der Landespolitik im Bereich der besseren Kindertagesstättenausstattung, also mehr Personal, 2000 Mitarbeiterinnen mehr haben wir jetzt eingestellt, auch ein paar eigene Akzente mit einbringen, wo man weiß, man war Teil des Getriebes, dann darf ich mit mir selber auch durchaus zufrieden sein und mit manchen Sachen, die man nicht erreicht, sein, auch unzufrieden sein. Aber Erfolge selbst, ich finde, da sollte man gar nicht sich so lange dran aufhalten, weil ich bin gewählt, ich werde dafür ja auch vom Steuerzahler finanziert. Auch dieses Büro, auch mein täglich Brot, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ja echt toll engagieren im Bürgerbüro. Das bedeutet, das wird ja auch erwartet. Für jeden anderen Mitarbeiter in einem Betrieb wird er erwartet, dass er am Tagesende, am Monatsende bestimmte Sachen vorangebracht hat. Und von daher glaube ich, ja, ich habe jetzt ein bisschen lange drüber rumgeschwafelt. Ich habe keine Agenda, die ich mir aufschreibe und sage, das ist in meiner Folge. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam mit mehreren Menschen zusammen geschafft haben, dass die Kinderklinik gerettet wurde, denn die war eigentlich schon geschlossen in Schwedt. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, mit mehreren Kämpferinnen und Kämpfern aktiv gegen ein Atomkraftwerk direkt vor der Haustür auf der polnischen Seite zu kämpfen vor ein paar Jahren. Dass hier eine kleine Flussbadestelle entstanden ist. Das sind so für mich manchmal eher die kleineren Freuden, wo ich sage, das ist konkret. Dort war eine Gefahr, die haben wir abgewendet. Dort ist was Positives, das haben wir geschaffen. Und ansonsten ist Demokratie immer ein Zusammenspiel von ganz vielen. Nie ein Ergebnis von Einzelnen. Niemals. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig bittere Enttäuschung habe ich nur einmal im Privatleben erlebt. Darüber, das ist mein persönliches und darüber spricht man auch nicht. Damit geht man dann um. Aber aus dieser bitteren Enttäuschung ist was Wunderbares. Ist was wirklich Wunderbares gefolgt. Ich habe meine Jugendliebe wieder getroffen. Wir haben uns eigentlich nie verabschiedet, wir haben uns nie getrennt. Aber es ist eine andere Geschichte und daraus ist eine wunderbare, glückliche Sofortbeziehung, Liebe und eine wunderbare Ehe entstanden. Aber richtige Enttäuschung, ja, man erlebt auch Enttäuschung. Mal ist man von Menschen enttäuscht oder dass irgendeine Sache nicht so klappt, wie man sich gewünscht hat oder die man verfolgt hat. Oder diese Sache klappt erst Jahre später. Aber eine richtig tiefe Enttäuschung. Ich glaube, man muss, wenn man, Joschka Fischer hat mal gesagt, wenn man in der Politik eher mehr in die, ich bin kein Spitzenpolitiker, aber für Brandenburg gesehen, als inzwischen auch Chef der größten, der regierungstragenden Fraktion, der SPD-Fraktion, direkt an der Seite von Dietmar Woidke. Man muss dann auch akzeptieren, dass je höher man solche Aufgaben übernimmt, um die ich mich wirklich nicht beworben habe, sondern die auf mich zugekommen sind, dann muss man auch akzeptieren, dass die Luft da oben etwas dünner wird, dass auch Enttäuschungen dabei sind. Aber so richtig böse Enttäuschung habe ich in meinem Leben zum Glück noch nie erlebt. Fangen wir mit dem Beruf an. Der Betrieb, der mich sehr geprägt hat, war ja hier in Schwedt, der Elektronikbetrieb. 180 Mitarbeiter, davon 173 Frauen. Also 7 Männer, 173 Frauen und Mike Bischoff mit 23 oder 24 Jahren beginnend Chef der Gewerkschaft und dann Betriebsratsvorsitzender. Übrigens mit mehreren Wahlen, weil wir wurden immer kleiner, der Betriebsrat musste neu gewählt werden und immer auch über 90%, was mich sehr gefreut hat. Also mir ist das überhaupt nicht fremd, aber das heißt ja nicht Gleichberechtigung. Die Frage zu Hause privat, also natürlich auch in der SPD-Fraktion spielen bei uns Frauen und in der SPD ist es wirklich, geht es sehr, sehr gleichberechtigt zu, bis in den kleinsten Zipfel, was ich wichtig finde. Ich habe übrigens auch in meinem politischen Leben
Frauen kennengelernt und bin mit Persönlichkeiten groß geworden. Barbara Rückert, Brigitte Spitschka. Das waren Frauen, die haben Schwedt mitgeprägt. Sie sind inzwischen auch im verdienten Ruhestand. Aber ganz starke Frauen mit einer ganz starken Positionierung, auch mit einer klaren Struktur, sonst würde Schwedt heute anders aussehen. Aber zum Privaten. Also da in meiner Jugend, ich war gerade 18, mein Bruder 16, meine beiden Eltern zugleich, mein Vater war schon an der Erdgasleitung in Russland, meine Mutter ging dann mit ihm mit. Wir waren dann also auf uns gestellt. Sie haben uns nicht allein gelassen, sondern ordentlich versorgt in der Tiefkühltruhe. Habe ich frühzeitig, das war auch früher bei uns gang und gäbe, freitags wurde sauber gemacht und jeder musste mitmachen. Also Mülleimer runterbringen, Staubsaugen und so weiter. Ich musste in der Zeit dann aber auch Wäsche waschen lernen, selbst abwaschen, Essen kochen, backen nicht, habe ich schon gesagt. Aber für mich spielt in einer Ehe und Beziehung nicht die Mann-Frau-Rolle, die klassische oder die altmodische, eine Rolle, sondern na klar, teilt man sich mal auf. Der eine geht einkaufen, der andere bringt das Auto zum TÜV. Das kann übrigens einkaufen, kann auch ich sein und Auto zum TÜV meine Frau. Also ich bediene genauso den Staubsauger und räume den Spüler aus. Könnte auch nach wie vor die Waschmaschine bedienen, weil ich es ja jahrelang auch selber gemacht habe. Also für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Es gibt keine Trennung. Kleine Anekdote am Rande: In Potsdam habe ich seit 19 Jahren eine kleine Nebenwohnung. Ist halt notwendig wegen der langen Fahrzeit. Hinterhof, Altbau, ist aber saniert, ein Zimmer. Da ist aber eben kein Platz für einen Geschirrspülautomat, sondern der wird selbst noch abgewaschen. Und da kommt niemand, auch nicht meine Frau, alle paar Wochen und wäscht mal, ein paar Tage wäscht mal ab. Das wird selbst erledigt. Und einkaufen gehe ich auch selber. Aber gerne auch mit Kerstin und meiner lieben Frau zusammen. Wir sind ja mitten im Gespräch. Und die Schirmherrschaften, aber das ist echt wirklich was, was ich wirklich ernst meine. Die sind nicht nur so dazu da, um mal in der Zeitung zu stehen bei der Eröffnung, sondern die Schirmherrschaften, die ich übernommen habe, haben in der Regel auch was mit Projekten zu tun, die ich selber initiiert habe. Das Netzwerk für gesunde Kinder zu initiieren heißt, alle zusammenzuholen, hartnäckig dran zu bleiben und wenn es dann läuft, auch Menschen zu überlassen, die davon mehr Ahnung haben. Und trotzdem bereit zu sein, für dieses Projekt auch öffentlich Gesicht zu zeigen, um Geld zu werben, Spendengelder. Das ist beim Netzwerk für gesunde Kinder, was bei der Freiwilligenagentur, ist schon sehr lange her. Das ist auch bei der Ausbildungsmesse, wo ich sehr dankbar bin, als Initiator der Verein Junge Wirtschaft, die übernommen. Und dann ist eine Schirmherrschaft nichts, wo man sich raufsetzt, sondern wo man mit Fug und Recht sagen kann, man hat einen Anteil dran, dass andere mit ins Boot gekommen sind. Und wenn es ein Herzensanliegen ist, dann bleibt man dann auch Jahrzehnte in dem Fall schon mit an Bord. Also ich glaube, dass man das nicht bestreiten kann, dass sich da was getan hat oder was tut. Man kann ja immer mal heiße Sommer haben und wir hatten auch Überschwemmungssommer. Aber wenn 97% weltweit der Wissenschaftler sagen, der Mensch hat daran einen Anteil und es geht scheinbar ziemlich rasant. Und sicherlich waren in den 70er Jahren und in den 30er Jahren und in der, was weiß ich, was alles hier gemacht wurde, auch andere mit beteiligt. Wir müssen mit unserem Globus sehr vorsichtig umgehen. Und als Sozialdemokrat ist es nicht so, dass uns nicht ökologische und Umweltthemen auch wichtig sind. Und deshalb glaube ich schon, dass wir, was Schwedt betrifft, auch neue Wege gehen. Also das Papierunternehmen Leipa ist der größte Papiermacher. Standort in Deutschland, in ganz Deutschland. Und dort wurde von Anbeginn an kein Baum zersägt und nichts, sondern alles wird aus Altpapier im Recyclingkreislauf gemacht. Unsere PCK-Raffinerie erhöht allerhöchste oder setzt allerhöchste Standards um und hat auf dem eigenen Gelände selbst dafür gesorgt, dass die Firma Verbio, die Biogas und Biosprit produzieren, dort angesiedelt wird und inzwischen auch das größte industrielle Herstellungsverfahren ansiedelt. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Jeder muss seinen Beitrag leisten, mit einer Ausnahme. Leider ist mein Barkas, den ich wirklich über alles schätze und liebe, kein Vorzeigeprojekt für den Umweltschutz. Auch da achte ich drauf, nur Strecken zu fahren, die wirklich wichtig sind und nötig. Ich fahre keine unsinnigen Strecken damit. Aber ansonsten ist es mir schon wichtig, auch im persönlichen und privaten, natürlich trennen wir Müll, natürlich
versuchen wir nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Natürlich verstehe ich junge Menschen, die sagen, wir wollen auf diesem Planeten noch weiter werben. Was ich allerdings wichtig finde, ist, dass keine Panik entsteht, und dass man sich den Umweltschutz auch leisten können muss. Ich kann ihn mir leisten. Ich kann auch Bioprodukte und Biofleisch kaufen. Ich kann mir das leisten. Das kann sich aber die normale Arbeiterfamilie auch in Brandenburg und in Schwedt und Umgebung nicht. Letzter Punkt, dass die Windenergie, die hier erzeugt wird und gerade in der Uckermark sehr, sehr stark um die Dörfer rumsteht, die muss auch denjenigen, die davon betroffen sind, was bringen. Deswegen haben wir ein Projekt eingeleitet in Brandenburg. Also für jeden neuen Windspargel vor den Toren des Dorfes kriegt jetzt das Dorf 10.000 Euro pro Jahr. Ich weiß, das ist nicht der Durchbruch, aber wir müssen uns mehr Gedanken machen und wir müssen vielleicht, und darum machen wir uns stark, die Dörfer und die Entscheidungsgremien mit an den Tisch bringen und die müssen ein Entscheidungsrecht kriegen, ob ein Windpark vor ihr Dorf gebaut wird, ja oder nein. Bündnis 90 Die Grünen wollen das nicht. Wir sagen, es bringt nichts, wenn alle über alles mitreden dürfen, aber gerade nicht darum und darüber, wenn vor ihrer Haustür ein großer Windpark gebaut wird, der natürlich den Wiederverkaufswert des Grundstücks durchaus beeinflussen kann. Also ein breites Feld. Ich hole jetzt wieder tief Luft. Aus der Braunkohle wird auch Brandenburg aussteigen. Allerdings erst dann, wenn für die Industriearbeitsplätze in der Braunkohle echt Ersatz geschaffen wird. Und erst dann, wenn in Brandenburg wirklich durchgängig auch das Stromnetz gut funktioniert. Es bringt ja nichts, mit Panik auszusteigen und dann hier alle 3 Tage wie in Drittländern der Strom ausfällt und im Krankenhaus die Operation abgebrochen werden müssen, wenn das Notstromaggregat keinen Sprit mehr hat. Also das muss alles in eine Waage rein, aber ich bin selbst auch der Meinung, wir müssen da offen und ehrlich drüber reden und rein Wein einschenken und wir müssen auch was tun. Aber keine Panik. Aber wenn du Photovoltaik ist mitnichten überhaupt nicht so effizient wie ein Windrad, das gehört jetzt auch mal zur Wahrheit. Natürlich, nachts kann Photovoltaik gar nichts machen. Es kann auch mal windstille Phasen geben, mal eine Woche lang. Aber die Windräder laufen Tag und Nacht, was übrigens auch zu hören ist nachts. Aber die Windenergie, die durch Windräder erzeugt wird, können wir mit Photovoltaik nur abdecken. Dann müssten wir aber riesige, riesige, und ich spreche jetzt Felder und Wälder mit Photovoltaik zustellen. Es gibt eigentlich ein ganz spannendes Projekt. Da waren wirklich namhafte weltweite Unternehmen dran. Das ist jetzt keine Fiktion. In der Nähe des Äquators ein riesen Feld aufzubauen mit Solar und den Strom dann nach Europa zu leiten. Das scheitert aber daran, dass wenn man Strom leitet, das weiß ein Elektroniker, auch Wertstromverluste entstehen und die Effizienz dann sehr stark wieder sinkt. Aber ich glaube, wir müssen neue Technologien denken, auch Wasserstofftechnologie müssen wir denken. Wir müssen den Strom speichern können. Also wir sind ehrlich gesagt eingestiegen, aber es gibt noch keine richtige Antwort, wie das Ganze zusammenpasst. Und das macht mich auch traurig. Und das führt auch zu viel Frustration, die ich auch echt verstehe. Vielleicht auch mit Wasserstofftechnologie, da will Brandenburg Forschungsland Nummer 1 werden in Deutschland. Das haben wir gerade verabredet, dass man Energie, überschüssige Energie aus Windrädern speichert in Wasserstoff. Der ist wirklich echt CO2-neutral, den kann man transportieren. Aber auch diese Technologie ist im Moment noch, ich sage es jetzt mal, Achtung, Vorsicht, schweineteuer. Entschuldigung, sehr teuer. Die kann sich der normale Mensch überhaupt nicht leisten, nur der Wohlhabende. Und da komme ich wieder darauf zurück, Umweltschutz muss man sich auch leisten können. Und das funktioniert ja auch nur, wenn andere Länder mitziehen, wenn wir hier in Deutschland eine Oase der Glückseligen wären. Man kann natürlich sagen, wir müssen Vorreiter sein, das ist auch richtig. Aber ich schaue mal nach Polen rüber, wo Braunkohle ohne Ende verstromt wird, wo es keine andere Energiequelle gibt. Nach China, wo ständig neue Kohlekraftwerke aufgebaut werden. Deswegen finde ich es richtig, dass man sich global um das Thema Umweltschutz kümmert, denn wir haben nur eine schmale Schicht über uns. Und in 3 Kilometer Höhe wird es für den normalen Uckermärker schon schwierig, dauerhaft zu leben. Und wenn ich mir überlege, 3 Kilometer Höhe, also nach oben, wo es noch einigermaßen schön ist, wo man noch einigermaßen leben könnte, das ist die Entfernung von Schwedt noch nicht mal bis 4 Raden. Und wenn ich das nach oben kippe, dann ist das wirklich nur ein ganz dünner Mantel um den Erdball rum, der uns das Leben sichert. Und wenn wir den dünnen Mantel um die Erde rum natürlich unbrauchbar machen, dann haben wir ein ganz ernsthaftes Problem. Musik
Arbeitsalltag. Das Schwierige und Schöne zugleich ist, dass im Unterschied zu meiner beruflichen Arbeit, bei der relativ klar war, heute werden die und die Baugruppen getestet, eingestellt, repariert. Und die Schicht beginnt dann und endet dann und dann ist Schichtwechsel. Wie gesagt, ich war im Schichtbetrieb, dass hier alles ganz anders ist. Also heute Morgen begann der Tag mit einem Live-Interview bei Inforadio um 7:45 Uhr. Dann zwischendurch zwei Telefonate dienstlich, Frühstück, dann die tägliche Telefonschaltkonferenz mit der Spitze der SPD Brandenburg, also auch mit Dietmar Woidke. Dann auf dem Weg hierher zwei, drei gute Gespräche. Ja, unser Treffen jetzt, gerade mit meiner Kollegin. Aber kurz gefasst, die Kurzversion. Die Tage sind sehr dicht gedrängt. Also es gibt relativ wenig Tage, wo es mal ein bisschen was in Ruhe passiert. An vielen Tagen kommen unglaublich viele Sachen zwischendurch rein, Telefonate, Anliegen im Bürgerbüro, Sachen, die funktionieren, die nicht funktionieren, die man vorher nicht planen kann. Das ist aber, glaube ich, fast in allen Berufen so. Aber die Wahrheit ist, dass es wirklich kein 8-Stunden-Tag ist. Und das weiß man vorher. Das ist auch keine Klage, sondern es ist ja das Mandat, um das man sich bewirbt, für das man das Vertrauen in der Region bekommt. Und dann pendel ich zwischen drei Welten. Das ist meine private Welt. Die ist, kommt auch viel, viel, viel zu kurz. Das bedauere ich auch manchmal sehr. Aber ich habe eine tolle Frau und wir sind auch beide politisch und im Sozialen engagiert, beide. Dann ist es die Bürgerbüro und die Welt in meinem Wahlkreis, also Schwedt-Amt oder Welse-Amt-Garz, die Anliegen der Menschen, die recht wenig über die Landtagsarbeit wissen. Und dann ist es die Landtagsarbeit, in der man jetzt als Vorsitzender der SPD-Fraktion auch noch eine, ich sage mal, eine ganz irre Verantwortung trägt, bis hin zu Pressekonferenzen und so weiter. Aber eben auch Wahlkreisanliegen dort in Potsdam, Türklingen zu putzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, in meinem Kalender, im Moment sind es, glaube ich, im Schnitt 12 Stunden. Wenn es gut geht, mal 10. Gestern Abend war ich 22 Uhr zurück. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und in den letzten 6 Wochen, das hing jetzt aber auch mit dem Wahlkampf und der Danachzeit zusammen mit den Sondierungsgesprächen, gab es bis jetzt keinen Tag, auch leider keinen Sonntag, wo ich mal durchgehend gesagt habe, heute habe ich frei. Aber es gibt auch wieder andere Zeiten. In keiner anderen Aufgabe, die ich mir vorstellen könnte, das habe ich auch vorher nicht geahnt, lernt man aber so viele verschiedene, nicht nur Menschen und Charaktere kennen, darf man an so vielen verschiedenen Themen teilhaben. Und ich glaube, in ganz wenigen Berufen spannt sich so ein riesiges Bild. Also ich weiß, was in der Zoo war, also Z wie Zoo war. Wasser, Abwasser, wie das verarbeitet wird, wie die Beiträge gestaltet werden. Ich habe Einblick in unser Ordnungsamt. Ich weiß, was im Frauenzentrum für notwendige Unterstützung an Finanzierung ist. Ich bin in der Schutzhütte seit 17 Jahren ehrenamtlich, einmal im Sommer koche für alle. Also ich bin in Koalitionsausschüssen, sitze mit Dietmar Woidke und überlege, wie könnten denn Ministerien besetzt werden? Aber es ist manchmal am Tag kommt alles oder fast alles so zusammen, dass man schon auch ja, dankbar sein darf, dass man das alles miterleben darf. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist nichts für die Ewigkeit. Es ist immer alles nur auf Zeit. Und auch ich selbst muss sehr aufpassen, dass meine Gesundheit jetzt nicht komplett unter die Räder kommt. Und deswegen nehme ich mich manchmal auch ein bisschen zurück und beobachte mich auch von Weitem und denke, nimm das alles nicht so ernst, Mike. Thank you.
Wie sollte ein guter Chef sein? Das kann ich nicht sagen. Ich selbst habe in meinem Leben ja halt ich weiß schon, worauf Sie hinaus möchten. Ich selbst habe natürlich auch Chefs erlebt in meinem beruflichen Leben. Ich habe in Pinno gelernt und dort auch zunächst gearbeitet als Jungfacharbeiter im IWP, auch als Elektroniker. Tolle Ausbildung, tolle Arbeit. Und bin dann nach Schwedt gewechselt, weil ich wollte die Fahrzeiten nicht mehr haben und habe verschiedene Chefs erlebt. Ja, da waren auch gute bei und es waren auch, fand ich, weniger gute bei. Also, ich selbst fühle mich nicht als Chef. Ich selbst habe hier in meinem Bürgerbüro zwei Mitarbeiter, im Moment nur eine, weil eine andere musste leider aus familiären Gründen wegziehen, was wir alle gemeinsam sehr bedauert haben, auch sie. Da mag sein, da bin ich irgendwie so eine Art Chef. Aber ich fühle mich nicht als Chef, wir sind ein Team. Und ich weiß genau, dass die Kolleginnen hier bei mir im Bürgerbüro eigentlich viel wichtiger sind für die Menschen, die sich hier melden, weil das der Erstkontakt ist. Da muss auch mal eine Träne getrocknet werden, da müssen die Probleme erstmal auf den Punkt gebracht werden, da muss man zuhören können. In Potsdam fühle ich mich als Fraktionsvorsitzender auch nicht als Chef, weil ich habe genauso eine Stimme wie meine anderen inzwischen 24 Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Wenn es aber einen Mitarbeiterstab in Potsdam gibt, ja, dann bin ich dort irgendwie auch ein bisschen der politische Chef. Aber ich bin immer in meinem ganzen Leben sehr gut damit gefahren. Auch als Betriebsratsvorsitzender war ich auch nicht Chef, war ich ja nur der Vorsitzende, habe auch keine zweite Stimme gehabt, war derjenige, der die Sitzung geleitet hat. Es ist für mich sehr wichtig und fruchtbringend, wenn man Menschen echt einbezieht in die Entscheidung, wenn man das nicht nur plappert, sondern auch macht, wenn man sich deren Meinung anhört. Man muss dann am Ende nicht deren Meinung hundertprozentig umsetzen, aber man muss sie einbeziehen. Und ich finde, davon bin ich wirklich überzeugt. Es gibt Arbeitgeber, die sagen, naja, dann geben wir 50 Euro mehr im Monat und dann sind die alle glücklich. Ich glaube da nicht dran. Natürlich muss man von seiner Hände Arbeit leben können. Und die Bezahlung ist manchmal so mies, auch hier in dieser Region. Und Mindestlohn ist natürlich auch eine Sache, wo man nicht von leben kann, dass die Leute unglücklich sind, weil sie echt nicht wissen, wie sie am Monatsende klarkommen. Aber wenn der Verdienst einigermaßen stimmt, dann ist es zwar wichtig, ob man 50 Euro mehr oder nicht. Die Frage ist, ob man glücklich auf Arbeit geht und ob man einigermaßen zufrieden von der Arbeit nach Hause kommt. Und natürlich erwarten Mitarbeiter auch Führung. Die wollen schon wissen, wo man hin will. Und Menschen, Matthias Platzeck hat es mal so schön ausgedrückt, Demokratie, und für mich ist Betriebsratsarbeit Demokratie im Betrieb oder eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Augenhöhe. Das ist was anderes, da gibt es ein unterstelltes Abhängigkeitsverhältnis, aber selbst in der Demokratie gilt Folgendes. Matthias Platzeck hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Demokratie ist was Schönes, aber einer muss sagen, wo es lang geht. Und die meisten Menschen, denen ich diese kleine Anekdote von Matthias, den ich nach wie vor, also wir sind auch im Kontakt nach wie vor, sehr, sehr schätze, auch Manfred Stolper hat mir ganz viel Rat gegeben, der leider jetzt sehr, sehr erkrankt ist. Da nicken die meisten Menschen genauso wie Sie. Sagen genau. Also Menschen wollen auch sich ein bisschen orientieren. Und ich mache manchmal was ganz Einfaches. Ich habe für mich eigentlich eine Orientierung gefunden, vielleicht sogar schon eine Entscheidung im Kopf. Und beziehe unser enges Team, sagen wir mal Leitungsteam der SPD-Fraktion im Fraktionsvorstand komplett ein, höre mir alles an und sage erst dann, was ich denke. Weil wenn du es am Anfang sagst, besteht die Gefahr, dass alle sich daran so ein bisschen versuchen zu orientieren, um sich das ein bisschen einfacher zu machen. Und damit kann man gut fahren. Und manchmal war es auch ganz klug, dann am Ende doch darauf zu hören, was andere empfehlen, weil man sich selbst sonst total verpeilt hätte. Also der größte Fehler, den ein Chef machen kann, ist, da bin ich echt von überzeugt, dass man eine echte Absprache trifft, vielleicht auch eine persönliche, über eine Perspektive oder über einen Umgang und den dann komplett anders durchsetzen. Also eine Enttäuschung zu produzieren. Das kann auch mal im Eifer des Tages passieren,
passieren, aber man muss sich daran erinnern dürfen und können, dass sich Mitarbeiter auch auf eine Zusage verlassen müssen. Und ich glaube, dass Mitarbeiter durchaus verstehen, wenn man sagt, wir haben eine Absprache getroffen, aber aus den und den Gründen müssen wir neu darüber reden. Aber das dann unkommentiert anders zu machen, als zunächst die Erwartungen erweckt zu haben, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Also in den Sparten denke ich nicht so sehr angefeindet. Ja, man wird auch kritisiert. Aber kritisieren und angefeindet ist was anderes. Für die Kritik bin ich da. Und ich ermutige übrigens auch mein Umfeld im Bürgerbüro auch in Potsdam, kritische Punkte mir zu sagen. Weil wenn man das nicht mehr macht, dann verliert man irgendwann das innere Zentrum und merkt es nicht. Anfeindungen, ja, habe ich auch. Die passieren nicht selten, leider zunehmend über die sozialen oder ich sage inzwischen auch unsozialen Medien, wo Leute, die ihren Namen gar nicht preisgeben, also wirklich Sachen posten, Holzkopf, Dummkopf, Idiot, Schleimer, Betrüger und sowas alles posten und das ganz klar mit meiner Person in Verbindung bringen. Darauf reagiere ich gar nicht. Und es macht mich inzwischen auch nicht mehr so betroffen, weil ich mir sage, wie arm muss eigentlich ein Mensch sein, der nicht den Mut hat, mal in die Bürgersprechstunde zu kommen, mir eine Mail zu schreiben und sagen, Herr Bischof, man kann ja die Sache so und so sehen, ich sehe es aber ganz anders wie Sie. Und ich bin enttäuscht, dass Sie dies und jenes gesagt haben oder dies und jenes vertreten. Und ich habe bestimmt auch schon viele Entscheidungen mitvertreten, auch als Stadtverordneter, die mehreren Menschen nicht gefallen haben. Das tut man niemals absichtlich und vorsätzlich, sondern weil man am Ergebnis nach einer langen Diskussion und Abwägung, man kann ja nicht sagen, jein, man muss ja, nein, Enthaltungen, also Sie werden von mir ganz, eigentlich nie eine Enthaltung irgendwo sehen. Und das ist ja die Aufgabe, die uns die Menschen übertragen haben bei einer Wahl. Die haben uns ja die Aufgabe übertragen, Entscheidungen zu treffen. Und Sie sagen, der Bischof, dem vertraue ich zumindest auf den Listen. Deswegen werden die Namen auch wirklich echt so angekreuzt, dass der Name erkenntlich ist und danach das Kreuz. Und dann kriegt man Verantwortung übertragen. Das ist ja Sinn unserer Demokratie. Und dann kann es auch sein, dass man Menschen mal enttäuscht. Ja, das geht mir auch manchmal an die Niere. Wenn mir jemand begegnet und sagt, Herr Bischof, Sie sind schon lange nicht mehr mein Kandidat. Das ist mir auch schon passiert. Und das ist auch in Ordnung. Aber dann muss man sich überlegen, warum ist das so? Man bekommt aber auch Rückenwind. Und das gleicht sich auch aus. Man bekommt auch viele positiven Feedbacks. Manchmal ist es nur groß über die Straße. War es gut im Fernsehen gestern oder toll gemacht über das Projekt. Zum Beispiel Flussbadestelle. Gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Oder schön, dass Schwedt sich so gut entwickelt haben. Und wir wissen, Herr Bischof, Sie sind daran beteiligt. Genauso wie der Bürgermeister Jürgen Polze, die SPD, andere Parteien auch, CDU, die Linke in Schwedt, spielen ja auch eine große Rolle und sind auch stark daran beteiligt. Punkt. Ich glaube, dass sich Menschen in einer Demokratie an den Wahlprogrammen orientieren, aber sicherlich auch an der Person und Persönlichkeit und sich dann auch ein Meinungsbild machen und sagen und denken, traue ich denen das zu? Matthias Platzek, auf den ich jetzt noch mal kurz zurückkomme, und das fällt mir jetzt gerade zufällig ein, der hat mal gesagt, genau genommen wollen die Menschen in Ruhe gelassen werden von der Politik. Sie wollen aber vorher das Gefühl haben, der oder diejenigen, ob nun Partei und Person, die machen das schon. Die setzen sich ein, aber mit dem täglichen Tun wollen sie nicht wirklich konfrontiert werden. Sie wollen einfach ihr Leben leben, ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Kinder, ihren Garten, was auch immer genießen. Und sie wollen das Gefühl haben, dass die wissen, was sie tun und Menschen denen Vertrauen geben. Wenn ich jetzt nach der 5. Landtagswahl nach wie vor, also das zweite Mal in Folge das beste Ergebnis bekommen durfte im ganzen Land Brandenburg, also als Direktgewählter und übrigens auch als SPD hier im Wahlkreis. Und das dritte Mal davor war es übrigens nur ganz knapp 1, irgendwas Prozent hinter Matthias Platzek, der nun wirklich nicht unbeliebt war in Brandenburg, den ich sehr schätze. Dann hat mich das auch sehr gefreut.
Aber zugleich ist es auch eine ganz schöne Bürde. Weil ich weiß ganz genau, dass darin auch eine ganze Menge an Vertrauen liegt, auch an Erwartung liegt, die man dann auch wirklich auch nach Jahren der Arbeit immer wieder erfüllen möchte. Das 2050, jetzt muss ich mal kurz rechnen, habe ich die Chance noch dabei zu sein? Habe ich nicht. Glaube ich nicht. Vielleicht im hohen Alter. Aber Schwedt 2050. Eine Stadt, die sehr umweltbewusst ist. Eine Raffinerie, die vielleicht was ganz anderes produziert, aber weiterhin Energie. Vielleicht nicht mehr aus Erdöl oder mit einem völlig neuen Produktionsprozess eher Wasserstofftechnologie erarbeitet für moderne Flugzeuge der nächsten, übernächsten Generation, einem Standort, der vielleicht nicht nur Papier produziert, sondern auch verarbeitet, veredelt. Einer Stadt, die gesellschaftlich nach wie vor eng zusammensteht, einen uckermärkischen Bühnen, die ein Theater sind, das man nicht nur in Brandenburg und Deutschland, sondern vielleicht europaweit, also ein deutsch-polnisches Theater, schätzt. Ein Nationalpark, der noch eine höhere Bedeutung hat als je zuvor, nämlich der einzige Flussau-Nationalpark in Europa. Und Wasser und Flüsse sind sehr, sehr bedeutend. Und ich denke, das wird eine Stadt sein, die ja schon wie heute nicht mehr am Rande von Europa, sondern mittendrin liegt. Eine Stadt sein, die eigentlich zum Speckgürtel von Stettin gehört, ein bisschen. Und auch zum Speckgürtel von Berlin gehört. Also im Großraum Berlin-Stettin eine starke Industriebasis, kulturelle Basis, Umweltbasis genießt. Ich bin ganz sicher, dass Stettin ganz stark auf uns weiter ausstrahlen wird. Das wird so kommen. Und dass auch Berlin über die Standorte Eberswalde, Angermünde, Schwedt bis Prenzlau nicht nur als Wohn-, sondern vielleicht als Kreativstandort. Wir wollen einen Zukunftscampus hier in Schwedt errichten. Das ist keine Spinnerei. Das sollte im Jahr 2050 das Zentrum von Innovationen und Modernisierung auch in ökologischer Industrieproduktion sein. Das wäre so ein bisschen, also keine Raumschiffe und wir fliegen alle durch die Gegend und vielleicht wird das alles so kommen, keine Ahnung. Ich hoffe aber, dass Schwedt dann immer noch menschlich ist, zum Anfassen, ein Ort der Begegnung, dass nicht nur alle so mit dem Handy vor der Hand losrennen, was ich leider zunehmend sehe, rechts das Handy so, den Daumen an dem Tippen und links die Hand am Kinderwagen, ohne hochzugucken. Das macht mir manchmal ganz schön Angst. Ja. Also Brandenburg, ich will mal das Bild malen, das ich aber jetzt schon male. Auch gestern Abend bei einer größeren Veranstaltung, als ich das Ergebnis der Koalitions- oder Sondierungsgespräche präsentiert habe vor der kompletten SPD Brandenburg. Bitte verzeihen Sie mir das Wort, aber Berlin wächst in Brandenburg rein. Also Berlin, wenn man am Knopf dreht, in den nächsten 30 bis 50 Jahren wird eigentlich Brandenburg, wir werden ein Großraum Berlin. Das ist um Paris, das ist um andere Städte schon längst so. Berlin konnte das nicht durch die Teilung, aber jetzt 30 Jahre später sieht man das. Orte wie Bernau mit einer Vollbeschäftigung, also weniger als 3% Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot. Das heißt, wir werden ein Großraum Berlin-Brandenburg, der wirtschaftlich stark ist, viel mehr Verkehr verursacht, deswegen auch viel mehr Schiene benötigt, schnelles Internet. Aber bei dem wir uns, und da können Sie sich darauf verlassen, bei dem wir in der Landespolitik in Brandenburg darauf achten, dass wir keinen Siedlungsbrei bekommen, Berlin-Brandenburg, sondern dass wir Wälder, Felder, Seen, Naturschutz hoch ansiedeln und das Land Brandenburg mit seiner reich gesegneten Natur eben nicht nur wirtschaftlich stark mit Industrie, also Stahl, Raumfahrt, Autoproduktion, Raffinerie, Papier weiterentwickeln. Ich sehe das Land Brandenburg so, dass nicht nur die Windräder, die ja nicht unumstritten sind, aber egal welche nachhaltige Energie erzeugt wird, dass die auch in den Industriebetrieben hier verbraucht wird. Dass sie nicht über teure Leitungen mit viel Verlusten weggeleitet wird, sondern hier verbraucht wird. Das kann also ein großer
Standortvorteil sein. Und vielleicht ist es ja auch ein Land, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Schmunzeln, bei dem dann am Ende im Jahr 2050 auch ein Flughafen für Berlin-Brandenburg funktioniert, andere Mobilitätsformen haben. Und ganz sicher wird der Flughafen Berlin-Schönefeld in dem Jahr 2020 längst mitten in Berlin liegen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wir hoffentlich über den Standort neu denken und längst diskutiert haben und vielleicht auch entschieden und auch ans Netz bekommen, den Brandenburg eigentlich wollte, nämlich Sperenberg, weit außerhalb mit einer schnellen Verbindung nach Berlin und nach ganz Brandenburg. Aber diese Entscheidung war von Anfang an falsch. Brandenburg wollte das nicht, aber Berlin und Bund hat sich für Schönefeld entschieden und wir wurden überstimmt. Und das war der Fehler des Jahrhunderts in dieser Region, meiner Meinung nach. Aber mir macht im Moment ganz große Angst. Nicht Sorge, sondern ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, dass der Nationalismus wieder um sich greift. Die Bauern sagen ja immer, wenn es der Kuh zu gut geht, geht sie aufs Eis tanzen. Wir haben alle diesen Krieg nicht mehr erlebt. Bin in einer Stadt geboren, die so massiv unter dem Krieg gelitten hat. Also nicht nur, dass viele hier ihr Leben verloren haben. Schwedt hatte 10.000, wir wollten uns eigentlich ergeben. Und dann wurde die Stadt zu 85% total bombardiert. Dann kam die sozialistische Aufbauzeit, was ich sagen möchte. Das ist alles nicht mehr im Gedächtnis vieler Menschen. Und der Nationalismus, der in Ungarn, in Polen, in Italien, in Benelux-Ländern wieder um sich greift, der auch in England eigentlich ein Nationalismus ist, der macht mir Angst. Wenn wir nicht verstehen, dass ein Europa sich nur gemeinsam gegen auch größere Regionen in der Welt behaupten kann, nicht nur wirtschaftlich, auch mit Sozialstandards und der Friedenspolitik. Also wenn Europa zerfällt, dann sehe ich echt schwarz. Bin ein echter überzeugter Deutscher, überzeugter Brandenburger, ein bekennender Uckermärker und über alles liebende Schweder. Aber ich bin auch ein echter Europäer, weil ich glaube, das ist eine. Man würde das erst merken, wenn man es nicht mehr hat. Es geht mir nicht um den Euro und dass man mal leicht in Urlaub fahren kann, aber dass man wirklich in anderen Ländern studieren kann, dass wir untereinander Handel treiben können. Kein Industriestandort in Brandenburg profitiert so sehr davon, dass die Grenzen offen sind, weil PCK-Sprit geht auch nach Polen. Das Papier von Leipa geht in 60 Nationen, glaube ich, weltweit und in ganz Europa ohne Zölle. Und die ganzen Dumpfbacken, die meinen, dass die AfD das könnte alles lösen und alle Probleme dieser Welt lösen. Die haben offenbar auch die Annahme, dass das Ordnungsamt zu Hause sauber macht. Das ist falsch, das ist wirklich falsch. Wir müssen nach vorne blicken, wir müssen tolerant bleiben, wir müssen unsere Interessen vertreten, auch unsere brandenburgischen und deutschen Interessen vertreten. Aber Europa ist eine echt klasse Idee, weil die Idee von Europa ist nicht wirtschaftlicher Fortschritt. Das ist leider doch sehr in den Mittelpunkt gerückt. Sondern die Grundidee der Gründungsväter war nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Und Menschen, die miteinander auf Universitäten nebeneinander sitzen, Menschen, die miteinander Handel treiben, Menschen, die sich auch untereinander besuchen mit Schüleraustauschprogrammen, die greifen nicht so schnell zu den Waffen. Aber Menschen, die sich nicht kennenlernen und denen dauernd erzählt werden, die anderen sind schuld, die lösen schneller Kriege aus. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Jeder muss wissen, was er kann. Und ich habe auch schon vor langer, langer Zeit für mich entschieden, was ich selbst auch, wo meine Grenzen sind, was ich leisten möchte. Und ich finde, ich bin nie morgens aufgewacht, das sage ich auch an anderen Gesprächsrunden, zum Beispiel in Schulen, wenn mich Schüler fragen und so, wie sind sie. Ich bin nie morgens wach geworden und habe gesagt, du wirst mal Politiker oder du wirst mal stellvertretender Fraktionsvorsitzender oder parlamentarischer Geschäftsführer oder Stadtverordneter. Sondern mein Leben durchzieht sich eigentlich mit der Bitte anderer oder die mich motiviert haben zu sagen, sei doch, bist du bereit, für uns Verantwortung zu übernehmen? Und wenn mir das wichtig erscheint, Verantwortung zu übernehmen, und ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch wirklich voll. Aber ich strebe nicht nach Ämtern. Ich habe mein ganzes Leben noch nie nach einem einzigen Amt wirklich, also auch nicht nach dem Betriebsratsvorsitz. Da haben sie mich einfach alle angeguckt und gesagt, Mike, mach du das doch, du bist doch, also, und so zieht sich das durch. Und in 5 Jahren, nein, Mike Bischoff möchte, und das sage ich jetzt auch unumwunden, ich habe nie nach einem Amt in der Landesregierung gestrebt. Ich weiß, dass das manche verwirrt und irritiert,
Aber die Bodenständigkeit verliert man dann. Man ist dann nur noch in diesem Elfenbeinturm. Man führt eine Riesenverwaltung mit mehreren hundert Mitarbeitern, kann sich aber überhaupt nicht mehr Zeit nehmen, mit den Sorgen und Nöten der kleinen Menschen in Verbindung zu kommen. Und deswegen, ja, es ist eigentlich ein Geheimnis, es wurde mir schon mal angetragen, auch ein Ministeramt. Ich habe nicht Ja gesagt, weil ich ein Versprechen gegenüber den Wählerinnen und Wählern hier eingelöst habe. Und genau auch weiß, wo meine nicht nur Grenzen als Mensch sind, sondern auch meine körperlichen Grenzen, auch meine gesundheitlichen Grenzen. Und die Grenzen sind leider haben sich nach unten entwickelt. Also das heißt, ich muss, wenn man auch nicht mehr jünger, sondern älter wird, wenn man auch mal echt auch eine gesundheitlich harte Krise überstanden hat, bei der mir hier in Schwedt das Klinikum das Leben gerettet hat, bei der ich über 40 Blutkonserven brauchte, um zu überleben innerhalb von 5 Tagen, bei der es mehrere Notoperationen gab, dann merkt man, dass das dünnes Eis ist, auf dem man steht. Also ja, es gibt zwei Menschen, die in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt haben. Der zweite, das sage ich auch, war eine Notsituation, um mir das Leben zu erhalten. Das ist aber was ganz anderes. Und zuvorderst gibt es einen Mensch, an dem ich mich sehr orientiert habe, der hier Landtagsabgeordneter wurde im Jahr 1990, Lothar Englert, den ich als junger Betriebsrat, habe ich natürlich die SPD-Politiker rangeholt, die sollten uns, mussten uns helfen. Ich habe auch andere gefragt, aber die Einzigen, die uns wirklich geholfen haben, waren die Sozialdemokraten, war Lothar Englert, war Peter Schauer hier in Schwedt. Dadurch sind wir uns begegnet. Und er hat mich später gefragt, ob ich für ihn in einem Bürgerbüro arbeite, in seinem Bürgerbüro hier in Schwedt. Querstraße weiter. Und Lothar Englert hat mich gefördert und auch gefordert. Er hat mich ermutigt, überhaupt zu kandidieren für den Landtag. Ich wollte gar nicht glauben, dass am ersten Tag, wo ich bei ihm angefangen habe im Bürgerbüro, ich kam ja nun aus dem Schichtbetrieb, er gesagt hat, du wirst mein Nachfolger, weil ich werde in 4 Jahren 66 und dann wirst du kandidieren. Ich dachte, mich laust der Affe, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was er will. Ich habe auch übrigens noch 2, 3 Jahre gewartet, bis ich mich entschieden habe. Aber er hat gesagt, du hast das Potenzial und es wäre gut, wenn du das machst. Er hat mich unterstützt in dem Studium. Also in jeglicher Hinsicht unterstützt. Und er hat mir beigebracht, was wichtig ist in der Politik und auch im Leben. Und er hat hier in Schwedt unglaublich viel geleistet in einer Zeit, wo es chaotisch war, wo nichts mehr war wie vorher. Und das hat mir auch schon damals als Betriebsrat sehr imponiert. Er ist mit uns zur Treuhand gefahren und hat dort gekämpft, zum Teil aussichtslose Kämpfe gekämpft, aber auch viel Erfolge eingefahren. Ihm verdankt man das Aquarium, das Tagungs- und Veranstaltungshaus, das Bollwerk. Das ist ein Mensch, wo ich sage, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Eine Persönlichkeit, die in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt hat. Und der zweite ist Dr. Koll, er ist im Klinikum hier Arzt, der zufälliger Dienst hatte, als ich direkt Weihnachten vor 2,5 Jahren sehr schwer erkrankt bin, und der die richtigen Entscheidungen getroffen hat und mir immer das Gefühl gegeben hat, dass er da weiß, was er tut. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. In meinem zweiten Leben würde ich sofort und ohne zu überlegen wieder Elektroniker werden. Sofort. Toller Beruf.